14. Wie alt ist man denn mit 14? Hier kauft jemand Kommentare. Ohne Lachen oder mit Lachen? Ich schaffe es safe ohne Lachen. Aber ich will es nicht. Ich würde es schaffen, aber ja. Bruder, Mann! Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Nani, na na na. Nani, na na na. Ey! Sag mal, es ist nicht so, wie es aussieht. Ich wollte mich nur kurz einmal duschen. So, was krieg ich jetzt als Zehnter? Vor mir kriegt er einen Stern. Ich krieg auch einen Stern. Bring mir kommt die Jacke Stern. Im November. Ja, er kriegt hinter mir natürlich die Rakete. Das ist der Bumuck. Das fällt mir gerade auf. Mit eins meiner Lieblingslieder, ne? Ihr könnt mich jetzt haten, ihr könnt mich fronten, ihr könnt sagen, es gibt 100-mal bessere. Panini, super Lied. Cooles Lied. Don't you mean it? Don't you be a minute? Quatsch? Nein, super Lied. Ey, Panini. Don't you be Benini. Super Lied, ich sag euch ganz ehrlich. Krasses Brett. Krasses Brett. Noch einmal Pumuckl, Alter, und ich steck dich hinten in den Müllwagen rein. Willst du das auch mal spielen? Ja, der Pumuckl ist wieder da. Eher nicht, ich hab Angst vor, ihr wisst wovor. Ach, Bruder, der Pumuckl ist da. Und also. Pumuckl, der muss ja ein bisschen schneller sein. Hoppa. Glaub mir, es hat schon einen Grund, warum ein paar Streamer davor Angst haben. Da sind manchmal Freunde, das ist halt. Da gibt es viele Leute, die einen Schaden wollen und das ist dann scheiße. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr seid geisteskrank, Mann. Ich seh nix! So muss das Dagobert Duck gehen, Digga. Er sieht einfach nichts mehr vor Geld. Mit dem Statement fahren wir fort zum nächsten TikTok. Das passiert auf sowas hätte ich eigentlich auch mal Bock, so auf TikToks zu reagieren. Aber da weißt du ja auch immer nie, was da abgeht. Eigentlich müsste meine Mods mir so eine TikTok-Liste zeigen, worauf ich reagieren sollte. Bei so Stangen, die musst du richtig gut an der Decke befestigen, als auch auf dem Boden. Vor allem in so Wohnungen und dann, ich glaube mal, weil das in Amerika ist, hat die Rehgipswände, denke ich mal. Hohlraumdübel braucht die Dame. Hohlraumdübel. Digga, sie ist richtig gut, ne? Sie ist richtig gut in Call of Duty. Ich hab mal irgendeinen Clip gesehen auf Dings, auf TikTok. Digga, die ist eine absolute Maschine in Call of Duty gewesen. Oder ist? Ich dachte, was ist denn hier los? Nein, ich sag dir, wie du es machen kannst mit TikTok. Schau, erzähl mal. Du schaust dir mal eine Woche lang TikToks an, likest alles, was du cool findest und dann schaust du onstream deine gelikten TikToks an. Sagst du, das ist es? Aber dann kenne ich doch schon die TikToks. Habt ihr Bock auf sowas? Schreibt's in die Kommentare. Wie Aquarium. Dein Aquarium brennt. Ach komm, ey. Onze, dein Aquarium brennt. Ja, ja, ja. Solche. Ach, scheiß drauf. Ja, ja, ja. Ich denke, wenn du eine Nobelchair kaufen willst und sparen willst, musst du auf den Black Friday warten. Soviel ich weiß, gibt's keine regelmäßigen Rabatte bei Abschluss bestätigt. Aber das passiert, ich schwöre, das passiert so oft leider. Wenn du was sagen willst und du machst gerade etwas in dem Moment, dann verwechselst du die Wörter halt. Das passiert so oft, besonders wenn man so viel streamt oder so lange. Lass dich in der Birne mit. Junge, das ist so dumm. Oh, Maschallah, das ist so dumm. Das ist so dumm. So, jetzt bin ich bereit zum Küssen. Komm her, du kleine Sau. Oh, nächster Dank für den Sub. Jürgen Bürger hier, dankeschön. Ich sehe eine Frau. Keine Frau? Ich sehe eine Frau. Der hat voll die chillige Atmosphäre da bei sich. Yes, baby, wow. Da ist er doch, Mann. Wo warst du denn? Herz, hi, Max. Hi. Alter, wir sind auf dem Schiff, oben. Ist er gar nicht. Das könnte man mich schauen. Mit einem tosenden Applaus begrüßen wir Maximilian Kurt Alexander Stemmler, aka Trimax. Boah, diese Drogen, Alter. Boah, die sind auch schon verbogen. Ey, war Trimax schon da, oder was? Kann ich einmal Mikro? Wie damals? Tanze? Ja, ja, okay. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur European Poker Tour live aus Monaco. Ja, ja, wir gehen. Ui. Vor hinten kurz gedacht, ohne Scheiß, Robert Geis lässt sich das Event nicht entgehen, ne? Sebastian Mayer, das ja, ja. Wusste ich gar nicht. So ein deutscher Name. Christoph heißt, Alter.
Ja, so TikTok-Cringe finde ich immer lustig. Sowas finde ich eigentlich wirklich witzig. So TikTok-Cringe-Videos, wo dann so eine Best-of-Cringe-Compilation da ist. Kennst du das? Du isst den Joghurt zu Ende, wirfst Löffel in den Müll und den Becher in das Waschbecken. Ich schwöre auf alles, ich kenne das, auch wenn sich das richtig dumm anhört. Es ist mir schon echt oft passiert, dass ich dann den Löffel in den Müll werfe und den Becher ins Waschbecken. Das ist mir schon übelst oft passiert. All the small things, true care, true things. Oh, jetzt los. Jetzt gerade über uns, gibt noch einer! Wo ist er? Wo kommen die alle her? Da ist noch einer. Da oben. Da oben ist er. Modern in the war. Modern in the war. Alter, mit drauf. Schieß im Flug, Junge. Alter. Ey, Digga, was ist das? Der ist aufs Wasser aufgeprallt. Junge. Bro, der hat sich sowas von aus dem Gulag rausgekehrt. Weiterspielen. Warum ich? Moin. So ein Spiel will ich spielen. So was will ich auch spielen, wo man sich so richtig dumm erschreckt. Moin. Wie heißt das Spiel, Chat? Junge, bei Resident Evil, das sind mir viel zu komplizierte Sachen da, die man ganz selbst müssen muss. Visage. Resident Evil leider. Ja, war zu kompliziert. Sowas möchte ich spielen. Eine rote, komm. Inshallah. Richtig. So. Und jetzt beiseite mit dir, du Schmutz. Warum? Digga, es ist so ein undankbares. Hey, Benini, don't you be a minute. Kann ich mitleben. Mario Kart macht so aggressiv schön. Worauf weisen solche Verkehrszeichen hin? Das macht immer Ausschlussverfahren. So muss man da rangehen, okay? Es Digga, ist nicht die Entfernung zur Tankstelle und es ist nicht die Autobahn. Es ist die Nummer einer Europastraße. Wie viele Fehlerpunkte darf man haben, damit man das noch besteht? 9 oder so, ne? In der dargestellten Weise angebracht werden, nee, dann ist das Kind tot. Ich glaube aber, man macht das ich weiß es nicht. Darf kein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung angebracht werden? Muss der Kindersitz in der dargestellten Weise angebracht werden? Darf kein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung angebracht werden? Darf ein Kindersitz nur in Fahrtrichtung angebracht werden? 10 Zählerpunkte, ich glaube auch B, Junge. Nee, warte mal, das ist ja falsch, wenn er das nimmt. Ich glaube, das Kind darf nicht mit dem Gesicht in die Fahrtrichtung. Dann darf ein Kindersitz nur in Fahrtrichtung angebracht werden? Das Gleiche. Du wusstest du, dass auch gesunde Ernährung schädlich für die Zähne sein kann? Nein, sonst gibt es nicht dieses Video. Okay. Verkaufe Quad, liest euch als erstes die Beschreibung durch. Verkaufe Quad, den habe ich für 1000 gekauft. Ich bin eine Stunde damit gefahren, dann ist er einfach ausgegangen. Ich finde den Schlüssel nicht mehr. Das Schloss muss gewechselt werden. Darf ich auch mal wieder entbannt werden? Hab hier noch einen Sub, den ich gerne nutzen würde. Kannst einen ganz normalen Entbannungsantrag stellen. Ich werde schauen, warum du gebannt bist, aber ich werde dich nicht entbannen. Rein aus Interesse halber schaue ich mal, warum du gebannt worden bist. Oh, den habe ich gesperrt. Huch, bist entbannt. Er hat geschrieben, du bist schlecht. Also wenn ich gerade aus einer Weekend-League-Niederlage komme, Freunde, da habe ich so eine kurze Zündschnur, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Klassiker. Hallo. Ich mache dann meinen Job weiter, ne? Warte kurz. Ja? Und lass die Schuhe aus. Ja. Ja, was ist denn? Ich mache meinen Job weiter oder soll ich die wieder mitnehmen? Was? Soll ich die wieder mitnehmen? Ich telefoniere gerade, du siehst doch deinen Hörer am Kopf haben. Was schnatterst du mich von der Seite die ganze Zeit an? Meine Fresse! So, jetzt nochmal bitte. Was ist? Sag mir, dass du lost bist, ohne mir zu sagen, dass du lost bist. Wie kann ich meine Sachen anziehen? Shift-Links-Klick am besten. Er trinkt 4 Heilungstränke mit Full HP. Du hast Heilungstränke getrunken. Achso, ich dachte, die heilen mich so über Dauer. Ja, Max, Junge, holy shit. Okay. Ja, wir müssen mal runterkellern. Ach, der Problem ist, gibt's oder was? Moin, moin, Jungs, was geht, Digga? Moin, moin, alles klar? Gibt's hier ein Problem, du Arschloch? Wie Arschloch? Da musst du doch nicht gleich beleidigen, was ist denn los? Wie, was ist denn los, Digga? Was machst du hier, Digga? Ja, sag mal, warum bist du denn so aggressiv drauf? Alles easy, Digga. Besser ist. Hallo, Hering. Was soll das, Digga? Auch ganz kurz einmal seine Tasche bitte kontrollieren. Hey! Das ist nicht Monte, der redet nur wie er. Er hat einfach Monte studiert. Hilfe! Auch das Lachen und so. Der hat einen Zuckeranfall, Digga. Ey, schön, dass ihr alles macht aus eurem Leben. Ey, wie du fährst drüber. Das Geräusch! Einer ist nur für Döner, einer ist nur für Gemüse. Gemüse, ja moin. Das müssen Sie beachten. Die Angabe zur Lachlast. Mana. Ich finde Rages sind mit das Coolste, was es gibt.
Alex freut sich gerade darüber am meisten über das Geschenk. Ihr fragt euch jetzt, warum freut sich Alex am meisten über das Geschenk? Naja, das hat hier 4 Löcher und muss an die Wand montiert werden. Und ich kann das nicht. Und das zählt als technisches Equipment. Also ist das auch nicht mehr in meinem Zuständigkeitsbereich, sondern in dem Zuständigkeitsbereich von Alex. Wie viele Kommentare habe ich denn unter dem Video von mir? 2500 Kommentare. Schau mal, ABK, du hättest unsere Kanäle doch gleich runterskalieren können, oder nicht? Okay, doch nicht. Okay, doch nicht. Okay, doch nicht. Ich glaube, hier kauft jemand Kommentare. 7000 Kommentare. Was läuft denn da? Huch. Ui, Memo, guck mal da. 50k? Hab ich's geschafft? Also ich muss mal gucken, wo mein Stromanschluss ist, Digga. Ist hier eventuellerweise eine 2-Euro-Donation auf dem Boden? Man geht mit 1 Euro. Edi, guck mal, YouTube, Cringe, TikTok, da sind alle zusammengeschnitten. Das können wir uns auch nochmal angucken. Everything has changed. Every day.